Hallo meine wunderbaren Zwillinge und herzlich willkommen zu euren, zu deinem persönlichen Orakel-Spezial, August-Spezial und auch gleichzeitig Neumond im Löwen. Denn wir haben gerade die Löwenzeit, eine sehr spannende Zeit und wie kollektiv schon mal gesehen, jawohl, es gibt wieder eine sehr, sehr kraftvolle, eine intensive, sehr, sehr reiche Kollektivbewegung, die tatsächlich schon fast mehr in ja, einer Erklärungs-Aufklärungsvideo sich schon fast ausgeartet ist, sagen wir mal so im Positiven, weil da habe ich ganz stark über die Veränderung, über die Vereinung von all den Anteilen vor sich gesprochen, wie man die Vergangenheit heilt und so weiter. Also sehr, sehr, sehr intensives Video, gilt für sich schon mal als sehr, sehr starkes Erkenntnis- und Heilungsvideo. Und hier gehen wir in die Zwillingsenergien. Wir schauen, was du in dieser Zeit für dich rausholen kannst. Wo steht für dich die Kraft geschrieben? Was heißt für den Zwilling eigentlich die Kraft sammeln? Und du weißt ja wie kein anderes Sternzeichen, was Dualität bedeutet. Und ich sage mal ganz kurz für diejenigen, die mein kollektives Video noch nicht gesehen haben. Ich habe dort über die 8 gesprochen. 8 ist im Tarot, steht für die Kraft, für den Löwen. Und die liegende 8 ist das Unehrlichkeitssymbol. Da habe ich auch über die 2 Ereignisse im Leben gesprochen, warum man manchmal nicht zum eigenen kommt. Und wie gesagt, schau dir das bitte an, das ist sehr, sehr wichtig. Und da geht es, wie gesagt, um die Vereinung von allem, Vereinung von all den schönen und unschönen Erfahrungen. Und dann möchte ich reinschauen, was es für dich bedeutet. Mhm. Was möchte denn hier vereint werden? Was möchte angeschaut werden? Was möchte angenommen werden? Was möchte endlich angenommen werden? Ja. Wir haben den Hierophanten und den Ritter der Stäbe. Und die Zwillinge kehren auch, wie bei den Stieren schon mal gesehen. Deswegen kann es vielleicht auch gerade eine Konstellation geben. Und mir tut gerade richtig mein linkes Bein weh. Vielleicht ist es auch etwas, was Kraft bereitet. Vielleicht hast du dich oft an deinem linken Bein verletzt, Zwilling. Schau dir da bitte in deine Verletzungen in deinem Leben. Wenn es auch um die Beine geht, dann geht es darum, dass es etwas nicht richtig läuft. Wenn man auch Gehprobleme hat. Linke Seite steht immer für die mütterliche, für die Frauenseite. Bedeutet, wenn Zwilling auf der linken Seite viele Verletzungen hat, heißt das, dass man verletzte, verkrummte, verzerrte Beziehung zum Weiblichen hat, zu seinem eigentlichen Weiblichen. Und ich weiß, dass Großteil meiner Zuschauer Frauen sind, also zu sich als Frau. Dass man auch ein verzerrtes, kaputtes, vielleicht auch sogar schon mangelhaftes, fehlendes Verhältnis zu Weiblichkeit, zu sich als Frau hat. Und vielleicht auch kein ausgewogenes Verhältnis zu seiner Mutter. Hier kann auch sein, dass die Mutter einen nicht in das Frau-Dasein eingeladen hat. Dass die Mutter vielleicht auch ihre Weiblichkeit ablehnt. Und hier kann auch eine Konstellation geben, Stier und Zwilling. Mutter, Stier, Zwilling, Kind. Oder Zwilling, Mutter, Stier, Zwilling, Mutter, Stier, Kind. Also Stier steht auch als Hierophant mit Nummer 5 für eine Energie, die belehrend ist. Für eine Energie, die mehr weiß, die besser weiß, Struktur vorgibt, organisiert ist. Das heißt, was ich hier sehe, dass dem Zwilling seine Ordnungsfähigkeit genommen wurde. Oder vielleicht schlecht gesprochen wurde. Und was ich hier sehe, dass in dieser Zeit Zwilling wieder zu seiner Ordnungsmäßigkeit kommt. Das heißt, vielleicht hast du es in den letzten Jahren ein bisschen schleifen lassen. Deine Struktur, deine Organisiertheit, deine Disziplin.
Und mit Disziplin meine ich deine Werte und Normen, das, was dir Spaß macht. Ritter der Stäbe steht für eine reife, erwachsene Energie, die aber sehr, sehr leidenschaftlich ist. Und wenn wir beide Karten zusammenbringen, bedeutet, dass man in seinem Alter, egal in welchem Alter man ist, ich habe auch schon welche mit Mitte 20 getroffen und die haben sich schon als erwachsen oder alt gefühlt. Um ehrlich zu sein, habe ich mich auch manchmal schon in dem Alter mit 26 dachte ich, jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert, ich bin angekommen. Egal in welchem Alter du bist, du knüpfst gerade all die Punkte zusammen und deine Punkte, die zusammenzuknüpfen sind, bedeutet, dass man Lebenswerte, Normen manchmal überdenken kann, dass es die überdenken kann, überdenken darf, neu strukturieren, neu organisieren darf, das ist die erste Botschaft an dich. Die zweite Botschaft ist, dass wenn man auch denkt, schon alles zu wissen, ja, das kommt eigentlich gleich in die gleiche Richtung, wenn man schon denkt, alles zu wissen, darf man trotzdem offen für neue Erfahrungen sein. Dass die Lebendigkeit, das heißt deine Lebendigkeit, mein wunderbarer Zwilling, deine Lebendigkeit hier, deine Kraft besteht darin, dass du nie aufhörst zu lernen. Weil du, dein Lernen besteht unter anderem auch in diesem inneren Lernen, nach von beiden Energien lernen, männliche, weibliche Energie, Mann und Frau. Und indem du dir selber dessen bewusst wirst, dass deine Lebendigkeit im Lernen bzw. auch gleichzeitig im Lehren ist, in diesem Stierelement, Hierophant ist jemand, der unterrichtet, der mehr weiß als die anderen, der predigt quasi. Und du erkennst, dass indem du lehrst, lernst du gleichzeitig. Und ich erinnere mich, dass ich das auch für den Zwilling in den letzten Botschaften auch immer mal gelesen habe. Der Zwilling ist ein sehr guter Lehrer, Coach, Berater, Heiler, jemand, der gut Struktur vorgeben kann. Das heißt, du erkennst, dass Lehren eigentlich deine eigentliche Kraft ist. Weil du beide Seiten gut verstehst, weil du jetzt in deine Heilung kommst, du hast an dir gearbeitet, du hast viele Dinge aufgelöst, aufgearbeitet, viele Dinge, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, sind jetzt sehr stark in den letzten Monaten hochgekommen, das heißt, du musstest auch manchmal richtig schlucken, du wurdest tatsächlich dir selbst begegnet, ob du es wolltest oder nicht, spätestens dieses Jahr. So rigoros, dass man sich wirklich nackt gesehen hat, zum ersten Mal im Spiegel und wirklich erstmal alles in seinem Körper wahrgenommen hat, was so lange weggedrückt wurde. Und womöglich auch, wenn du auf der Jobsuche lange warst, wird es dir klar, dass deine Berufung unterrichten ist. Etwas, was du dir vielleicht vorher nie hätten denken können. Weil du immer zerstreut warst und weil du immer auf der Suche warst. Und jetzt siehst du aber, und jetzt sehe ich warum. Du heilst deine Vergangenheit, du nimmst Annahme, Dankbarkeit, Reflexion, ist das, was wir kollektiv gesehen haben, was gerade die Kraft dem Kollektiv gibt. Und ein Zwilling gibt das Unterrichten, Struktur vorgeben, den anderen, das gibt es dir Kraft, weil du dadurch deine Vergangenheit, deine Kindheit heilst. Und diejenigen, die schon solche Praktiken gemacht haben, die wissen, dass wenn man seine Kindheit, Vergangenheit umschreibt, wenn man sich die gewohnten Situationen, die vielleicht auch traumatische Erinnerungen umschreibt, in etwas Schönes umstellt, in etwas Schönes umschreibt, in etwas Schönes packt, anfängt seine Fantasie freien Lauf zu geben,
Und da die Ereignisse anders passieren zu lassen, heilt man die Vergangenheit. Und wir wissen, dass wenn die Vergangenheit schön war, strahlt die natürlich auch sehr, sehr schön in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Das heißt, indem du anfängst, endlich zu sprechen, zu anderen zu sprechen, bist du mittig. Indem du die Aufmerksamkeit der anderen Menschen auf dich richtest, heilst du dich in dem Moment, weil deine Gedanken, weil alles zusammenkommt, weil dadurch werden die Zwillinge eins. Weil indem du etwas sprichst, indem du etwas unterrichtest und jetzt natürlich gepaart mit etwas, was dir Spaß macht, was dir wieder Lebenskraft gibt, was dich lebendig fühlt, und da schau, was sich lebendig fühlen lässt, und da schau in dich hinein, was ist das? Bei manchen ist es Bewegung, bei manchen ist es etwas Künstlerisches, bei manchen ist es etwas Psychologisches, bei manchen ist es etwas Technisches. Das, was du da aussprichst, sprichst du nicht nur den anderen Menschen zu, sondern dir selbst. Das heißt, die fehlende Leitung in der Kindheit, die fehlende Struktur in der Kindheit, die du erlebt hast, Abwesenheit der Eltern, Eltern hatten viel zu tun gehabt, die haben viel gearbeitet gehabt, du musst es alles selber auf die Beine stellen. Indem du zu anderen sprichst, heilst du dich selbst, weil der Verstand weiß es nicht, ob du das den anderen gegenüber sagst oder dir selbst. Und wenn du mit Liebe, mit Freude, mit Überzeugung, dass das, was du tust und sagst und unterrichtest, wenn du etwas gut findest, und du mit voller Hingabe das dem anderen Menschen zeigst, hilfst, gibst, heilst du dich sofort automatisch mit sich selbst. Und das ist das, was dem Zwilling Kraft gibt. Das heißt, du bist dann mittig, weil beide Zwillinge sich in dich gefunden haben, wenn du Tacheles sprichst. Das heißt aber auch, dass du die Initiative, dass du die Struktur für dein Leben genauso übernimmst. Dass du die alten Geräusche, die anderen Geräusche, Gespräche, Stimmen ausschaltest und nur auf deine Stimme hörst, nur auf deine innere Stimme. Das kann auch sein, dass du auch links und rechts bist, deine beiden Anteile, und dass du sagst, jetzt ist Schluss, jetzt übernehme ich die Verantwortung. Und vielleicht hast du es schon bereits die letzten Wochen, Tage erlebt gehabt, dass du angefangen hast, einfach die Verantwortung zu übernehmen und eine Entscheidung zu treffen. Nicht mehr zu warten, sondern einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Und das ist das, was ich mit der unendlichen Kraft, Infinite Power, gemeint habe. Wenn du auf deine innere Stimme hörst, egal was die anderen sagen, wenn du Entscheidungen triffst, und da ist auch völlig egal, welche Art der Entscheidung. Wenn du Entscheidung triffst, dann triffst du dieselbe für dich. Ja. Jawohl. Und das ist die unbändige Kraft, die aus dir herausströmt. Deswegen fühlst du dich wahrscheinlich auch viel sicherer, präsenter in Gesprächen mit anderen, im Selbstausdruck, in deinen Entscheidungen, dass wenn du eine Entscheidung triffst, du zweifelst nicht mehr daran. Die steht einfach. Geil. Die Nummer 5 steht hier, ist hier auch eine wichtige Zahl. Vielleicht schau da, dass es vielleicht um 5 Menschen geht. Vielleicht ist es auch etwas, 5 steht natürlich auch für gewissen Konflikt im Tarot. Und hier bedeutet, wenn du für dich selber oder vielleicht im Konflikt mit anderen Menschen in gewisse Konfliktsituationen verwickelt bist, hast du es früher entweder auslaufen lassen oder wieder schönreden lassen, bist ausgewichen und hast es irgendwie vielleicht auch den anderen die Initiative in die Hände gedrückt und sagt, mach, ich kann das nicht. Und deine Kraft kommt dadurch, indem du die Initiative auf dich richtest und sagst, ich entweder setze dem Ganzen einen Schluss, ich suche nach einem Gespräch, ich spreche das Thema an, ich spreche über meine Bedürfnisse, über meine Gefühle und so weiter. Ich höre den anderen zu, ich suche ein Gespräch, ich übernehme die Initiative, ich übernehme die Führung, ich übernehme die Verantwortung. Meine wunderbaren Zwillinge, ich wünsche euch alles Liebe, habt eine geile Zeit, lasst mich wissen in den Kommentaren, ob es euch geholfen hat.
Alles Liebe, schaut euch gerne die Kollektivlegung an. Für eine persönliche Legung bitte eine DM oder eine E-Mail. Beide Kontaktmöglichkeiten sind unten eingeblendet. Und dann auch gerne eine Spende deiner Wahl, den PayPal-Link gleich unten finden, aufrufen und übersenden. Ich danke euch.